Geht eine Kuh aufs Klo? Was wie ein Witz klingt, ist ernst gemeinte Forschung im Sinne des Klimawandels. Seit 2017 trainieren Wissenschaftler des Leibniz-Instituts für Nutztierbiologie, des Friedrich-Löffler-Instituts und der neuseeländischen University of Auckland Kühe dazu, das stille Rinderörtchen zu benutzen. Alles zur Rettung des Klimas. Dazu muss man wissen, wenn Kühe auf beengtem Raum, wie beispielsweise in Ställen untergebracht sind, steigt die Gefahr dafür, dass sich Rinderkot und Urin auf dem Boden vermischen. Treffen die beiden Ausscheidungen aufeinander, wird durch ein Enzym unbedenklicher Harnstoff in Ammoniak umgewandelt und gelangt als indirektes Treibhausgas in die Luft. Bei geschätzten 990 Millionen Rindviechern auf der Welt ist das ein massives Problem. 95% des weltweiten Ammoniakausstoßes stammt aus der Landwirtschaft, die Hälfte davon allein aus der Rinderhaltung. Das Kuhklo-Training macht also durchaus Sinn. Geschult werden übrigens nur Kälber, da sich ältere Rindviecher beim Umlernen schwer tun. Das Töpfchentraining funktioniert nach dem Prinzip Belohnung und Bestrafung. Also Futter nach erfolgreichem Klogang in der Box, eine kurze Strafdusche für Boxverweigerer. Nach 10 Trainingstagen, à 45 Minuten, waren die Rindviecher Stuben bzw. Stallreihen. Zugegeben, ein Zeitaufwand, den kein Bauer ernsthaft betreiben kann. Die Forscher denken beispielsweise an den Einsatz von Wärmebildkameras, um zu erkennen, wann die Kuh pinkeln muss. Damit die Kuhklos in Serie gebaut werden können, bedarf es aber noch weiterer Entwicklungen.